Ja, Timo, die Tinte ist trocken. Du hast deinen Vertrag für 3 Jahre bei den Roten verlängert. Was für ein Gefühl ist es jetzt noch mindestens 3 weitere Jahre, das Trikot von 96 zu tragen? Ja, für mich ja sowieso. Ich komme ja aus der Region. Schon immer als Kind davon geträumt, irgendwann mal hier in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Das hat jetzt glücklicherweise in den letzten 5 Spielen geklappt. Und da war es für mich eigentlich der logische Schritt, wenn ein Vertragsangebot kommt zur Verlängerung, dass ich das auch annehme, dass ich das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, zurückgeben kann und jetzt mit frischem Vertrag und mit frischer Kraft in die nächste Saison zu starten. Du hast ja von der Jugend bis zu den Profis wirklich alle Mannschaften bei 96 durchlaufen und standest in der letzten Saison zum Ende 5-mal in der Startelf. Wie stolz bist du darauf, es jetzt endgültig bei deinem Heimatverein geschafft zu haben? Ich meine, das ist ja, weiß nicht, das ist, wenn man sich mittlerweile Bundesligaspieler nennen darf, dann ist das schon ganz cool. Also und auch gerade hier, wo meine Familie herkommt, wo ich viele Freunde habe, wo ich das erste Mal früher selber ins Stadion gegangen bin, das ist natürlich ein Riesengefühl. Aber 5 Spiele haben halt echt schon viele gemacht und da sollen jetzt doch noch ein paar hinzukommen. Du hast es gesagt, da sollen noch ein paar hinzukommen. Wie sehen denn jetzt deine Ziele für die neue Saison aus? Ja, einfach da weitermachen, wo ich gegen Ende der Saison aufgehört habe. Mich im Training jetzt in der langen Sommervorbereitung wieder so anzubieten, dass ich wieder in der Startelf stehen werde, so oft wie möglich. Und dafür werde ich alles tun, dem 2.7. In deinem ersten Startelf-Einsatz gegen Stuttgart und danach gegen Bayern hast du direkt 2 gute Torgelegenheiten gehabt. Wann dürfen wir denn deine erste Bude im 96-Trikot bejubeln? Ja, ich hoffe so bald wie möglich. War zwar mal knapp dran, hat mich auch ziemlich geärgert, weil das doch schon ziemlich knapp war. Und ich auch eigentlich bei den Kopfbällen oder bei der Hackenverlängerung ein ziemlich gutes Gefühl habe, dass das vielleicht passen könnte. Aber ja, die Torhüter sind halt auch nicht ohne in der Bundesliga. Und ja, schauen wir mal, wie lange es dauert. Jetzt sind da erstmal noch ein paar Wochen Zeit, bis der Ball wieder rollt. Wie sehen dann deine nächsten Tage aus? Ist ja Sommerpause, sind wir ein bisschen zum Entspannen. Jetzt noch ein paar Tage hier, dann geht's nochmal rauf nach Sylt für eine Woche mit Freunden. Da freue ich mich schon sehr drauf. War jetzt schon 2 Wochen in Portugal, hab mir da die Algarve angeguckt und Lissabon. Das war ziemlich cool. Ja, nur noch so ein paar Tage entspannen und abschalten und dann mit frischer Kraft Richtung Trainingsstart.